Könnt ihr mir auch mal da ein Feedback, könnt ihr mir auch mal ein Feedback dafür? Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testy Boy. Willkommen zum neuen Video. Was es mit dem Hintergrund auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Erstmal will ich mich bedanken bei euch allen, alle zumindest, die mich supportet haben und die den ganzen Bushcamper mit mir durchgezogen haben. Vielen, vielen Dank. Es war ein Mega-Projekt auch für mich. Ich hatte erst zwei Videos online und habe dann direkt daily durchgehauen. 24 Tage, 24 Videos, es war ultra anstrengend für mich. Ich habe das alles neben meinem Job gemacht und es war echt, manchmal saß ich bis nachts am Rechner bis 1 Uhr, 2 Uhr und habe geschnitten und mir das alles zurecht gemacht. Und vielen herzlichen Dank erstmal dafür, dass ihr mich unterstützt habt. Die Abozahl ist gut hochgegangen, lag vielleicht auch ein bisschen an der Doni bei Unge. Aber trotz dessen, vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr das alles so mit mir durchgezogen habt. Ja, Wishsamba, ich hoffe, jeder von euch hat was mitgenommen. Ich muss sagen, ich sehe das alles ein bisschen kritisch. Ich war mit manchen Videos gar nicht zufrieden. Ich hatte aber leider Zeitdruck und musste manchmal so schneiden oder so aufnehmen, wie ich es nicht unbedingt gewollt habe. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen unterhalten und euch hat das Format so Spaß gemacht, wie ich das mir vorgestellt habe. Ja, heute ist der 24. und natürlich muss es heute auch was zu verlosen geben. Und ich habe mir was überlegt und zwar Wish, alles gut und schön. Viel China-Schrott, auch viel Chaos-Kram bei gewesen und nicht so geile Sachen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich verlose einen Amazon-Gutschein an euch. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Jeder kann sich endlich mal das kaufen, was er will und nicht den Schrott, den ich bestellt habe, gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr ja. Allerdings würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht auch noch meinen Instagram-Account oder beziehungsweise auch meinen YouTube-Account auf Social Media bewerbt. Ja, würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr könnt mich gerne markieren. Bei Instagram bin ich ja vertreten. Bei Facebook leider nicht. Aber würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da Feedback gebt. Ihr könnt auch gerne Screenshots bei Instagram schicken oder ähnliches. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, ich habe ein bisschen Real Talk und ein bisschen Ankündigung für nächstes Jahr. Und zwar plane ich ein paar Projekte. In einem Projekt sitze ich mittendrin. Und zwar bauen wir unseren Dachboden aus. Komplett alles selber, ohne fremde Hilfe. Beziehungsweise Hilfe von Freunden, aber ohne Fachpersonal und ich plane für nächstes Jahr zu vloggen. Wie genau und in welchem Abstand beziehungsweise in welcher Range, komme gerade nicht auf das Wort, das weiß ich noch nicht ganz genau. Da bin ich noch ein bisschen am Plan, weil ich das halt alles ja, wie gesagt, neben der Arbeit mache. Ein Projekt ist halt dieser Dachboden, der komplett ausgebaut wird von 0 auf 100. Wir haben jetzt schon angefangen. Ich habe jetzt schon ein bisschen gefilmt, aber nicht so viel, weil wir halt total im Workflow waren. Aber das plane ich auf jeden Fall mit in meine Vlogs zu integrieren. Ihr könnt ja mal unten in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet und ob ihr da Bock drauf habt. Und zum Zweiten gibt es ein Megaprojekt und zwar ein bisschen Real Talk am Rande. Ich habe in den letzten Jahren 20 Kilo zugenommen und ja, ich rauche. Man hat es ab und zu bestimmt schon mal in den Videos gesehen, weil ich einen gelben, also so Nikotinhände habe und so, was mir immer sehr unangenehm war. Aber ja, ich plane auch das Rauchen aufzuhören nächstes Jahr und Sport zu machen und mich gesünder zu ernähren. Und auch da will ich euch mitnehmen. In Form von Vlogs und Co. Könnt ihr mir auch mal da ein Feedback, könnt ihr mir auch mal ein Feedback dafür? Es ist mitten in der Nacht, ey, ich bin völlig im Arsch, wir haben den ganzen Tag den scheiß Dachboden gemacht. Heute ist übrigens Heiligabend, also ich nehme das Video quasi fast live auf. Ihr könnt mir ja mal unten in den Kommentaren Feedback hinterlassen, ob ihr da Bock drauf habt. Bisschen Real-Life-Vlogs, irgendwas, was ich erlebe, nehme ich auch gerne die Kamera mit. Also ich plane einfach prinzipiell zu vloggen. In welchem Abstand, wie gesagt, weiß ich noch nicht, aber das ist so mein Plan. Ich will ein bisschen was Neues machen. An alle, die jetzt natürlich Testy Boy gefeiert haben, das hört natürlich nicht auf. Jeden Sonntag gibt es weiterhin Testy Boy Videos, das ist klar. Also ich schiebe jetzt nicht mein Wish-Konzept beiseite oder mein China-Schrott-Kram beiseite, sondern das läuft natürlich parallel weiter. Ja, ich glaube, das war fast alles, was ich sagen wollte. Ja, ich kann mich nur bedanken für die ganze Zeit. War mega. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, mir auch beim Vloggen zuzugucken. Und ihr könnt gerne noch Ideen, Wünsche, Anregungen, Kritik, was auch immer, unten in die Kommis schreiben, wisst ihr ja. Sonst bin ich über Instagram zu erreichen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch erstmal schöne Weihnachten, frohes Fest, habt viel Zeit mit eurer Familie, genießt die Zeit und ja, wir sehen uns wieder. Spätestens Sonntag, vielleicht auch schon früher, wir schauen mal. Also, haut rein, bis morgen.
Nee, ist ja gar nicht bis morgen. Ist das letzte Wish-Samba-Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.